Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu einem lang ersehnten Projekt auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Oh ja, es ist endlich da, endlich. Ich habe schon quasi die Tage, die Stunden, die Minuten, die Sekunden runtergezählt. Wann erscheint endlich diese Erweiterung? Wann kann ich sie mir endlich holen? Und es ist endlich soweit. Alles neu, alles anders, alles besser, Fragezeichen. Finden wir es heraus? Ich habe mich im Vorfeld natürlich in den letzten Wochen schon ausgiebigst informiert, auch wenn ich noch nicht alles weiß, aber ich glaube, die meisten Neuerungen und speziell die meisten Neuerungen, die nicht angekündigt wurden, so wirklich, die kenne ich auch schon. Ich habe hier mal ein Spiel vorbereitet. Ich werde tatsächlich mehrere Spielstände spielen. Geplant sind mindestens zwei. Einmal diese Playlist hier, wo ich mit meinem Lieblingsvolk den Kree spiele. Aber ich möchte auch noch ein anderes Spiel mit den... Moment. Wie hießen sie nochmal? Das waren Sekunde. Nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches erzähle. Das war... Wo ist er denn, der Gute? Wo ist er denn, der Gute? Kupe, oder? Die Maori, genau. Das waren die... die im Ozean starten und die werde ich in einer separaten, in einer zweiten Videoreihe anspielen. Das Video kommt vielleicht am selben Tag wie dieses hier, vielleicht kommt es auch am nächsten. Ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze schneide. Ich habe mit den Maori eh noch nicht gespielt und noch nichts aufgenommen, weil ich erstmal mit meinen Kree hier ein bisschen zocken möchte. Ja, was können meine Kree? Hier ist es nochmal kurz in einer Übersicht. Mit dem Spezialgebäude muss ich noch ein bisschen üben, dass ich das ein bisschen besser nutze. Ich hoffe... Das kriegen wir bestimmt hin. Gerade das plus ein Wohnraum, mega cool. Ja, alles neu, alles anders. Naturkatastrophen, Klimawandel, Ressourcen, viel mehr, alles anders, alles. Oh Gott, ey, ich versuche gar nicht erst alles zu erklären, weil das dauert erstmal 3 Stunden, um halt hier alle neuen Sachen erstmal zu erklären. Wir spielen, natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Auf der Schwierigkeit, Gottheit. Katastrophenintensität habe ich mal aufs Mittelfeld gestellt. Fraktal als Kartentyp, Kartengröße riesig. Moment, ist mir irgendwas runtergefallen. Sehr gut, perfekt. So, genau, dem gewieften Ziffspieler wird aufgefallen sein. Moment, Kartengröße riesig. Sind da nicht 2 Spieler eigentlich mehr mit eingestellt und auch 2 Stadtstaaten mehr mit eingestellt? Ja, ich habe das mal ein bisschen runtergenommen. 2 Spiele habe ich entfernt und auch 2 Stadtstaaten habe ich entfernt, damit die Map nicht so gequetscht voll ist, weil man startet ja doch recht nah beieinander normalerweise und so versuche ich das ein bisschen zu kompensieren, dass die Karte ein kleines bisschen offener ist. Ja, ansonsten, ne, hier Punktsieg braucht keiner, bla bla bla, keine Rundenbegrenzung. Alles wie gehabt. Der Diplomatie-Sieg, ey, ohne Witz, ich habe mich damals ja fast schon aufgeregt. Ey, die Kree sind so ein perfektes Diplomatievolk, wenn es doch irgendwie mal die Diplomatie sie geben würde, das wäre doch so cool. Aber, ja, es gab ihn einfach nicht und jetzt ist er endlich da und ich würde mal sagen, 10 Spieler, 16 Stadtstaaten plus Barbaren plus die Natur, die uns richtig hart an die Eier möchte. Ich hoffe, meine Startposition ist gut. Mit den Maori könnte ich mir meine Startposition selber aussuchen, das hat seine Vor- und Nachteile, aber... Oh, habe ich hier auch wirklich alles richtig eingestellt? Soll ich die Konfiguration speichern? Könnte ich eigentlich mal machen. Sekunde. Ich bin mega ultra kreativ. So, ich speichere mal diese Konfiguration gerade. Und ich würde sagen, auf geht's. Oh, ich bin so ein bisschen nervös, muss ich sagen, ne? Das wird schon richtig geil, das Projekt. Ich freue mich mega drauf. Langer Ladebildschirm. Von den ersten Anzeichen des Lebens im Wasser bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr seid weit gekommen. Nun beginnt eure größte Aufgabe, von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. Poundmaker, ihr tragt das Schicksal der Kree, ohne euch zu beklagen. Niemand zweifelt am Können eurer Krieger,
aber sie verlassen sich auf eure Weisheit. Es bringt nichts, eure Feinde anzugreifen, wenn ihr eure Häuser nicht beschützen könnt. Während die Welt sich auf ungeahnte Weise verändert, werden euch eure Allianz an eine dauerhafte Zukunft binden. Wer allein steht, stirbt allein. So sieht es aus. Und wir sehen hier auch schon die Übersicht, Allianztypen, Gewehren, geteilte Sichtbarkeit. Finde ich extrem nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Handelswege, je nachdem, ob man sie geschickt legt, plus ein Nahrung oder plus ein Gold. Handelsweg gleich und plus kostenloser Händler mit der Keramiktechnologie, die Spezialeinheit auch gleich zu Anfang ersetzt sie den Speer und das Spezialgebäude, was man neben Bonus- oder Luxusressourcen stellen sollte, aber nicht direkt neben ein anderes Spezialgebäude und was dann dementsprechend auch noch Wohnraumproduktion und auch zusätzliches Gold bringt, wenn man es denn hier und da geschickt positioniert. Und ich hoffe, bitte eine Startposition, die gut ist. Komm schon, Freunde, gib mir eine gute Startposition. Startposition, Startposition. Okay, er lädt ganz schön lange. Das war bei der ersten Erweiterung nicht so. Okay, komm, bitte, gib mir eine geile Startposition. Das sieht nicht so... Mal gucken. Ja, hier eine kurze Übersicht, ein kleiner Crashkurs. Ich klicke das mir hier so ein bisschen durch, wenn ihr da was sehen möchtet, könnt ihr gerne pausieren und euch das durchlesen. Ich werde hier mal so provisorisch gerade ein bisschen durchklicken. Oh, Vulkanausbrüche. Ja. Interessant. Alles ja, dass das Weltklima... Schwemmland grenzt an die... Ja, dankeschön. Eieieiei, das... Eieiei, das ist natürlich jetzt eine Startposition, die, die könnte geiler aussehen. Hier sehen wir auch gleich schon eine Neuerung, sofort instant. Der Fluss hat einen Namen, der Beaver River. Neuer Kontinent entdeckt. Columbia. Großartig, ich bin begeistert. Wovon ich jetzt nicht so begeistert bin, ist unsere Startposition. Die ist tatsächlich... nicht so mega geil. Ich mache mal gerade die... Warte mal, ging das hier nicht mit Y? Ja, genau, mit Y. Die Ertragssymbole. Diamanten ist natürlich hier sehr, sehr nice. Weizen hier würde sich natürlich anbieten. Allerdings hier oben sieht man schon Tundra. Tundra. Eieiei. Tundra mag man natürlich nicht. Ja. Die Diamanten sind natürlich prinzipiell nice. Wachstum, das ist natürlich... Ist das hier ein Hügelfeld? Es ist ein Hügel. Ich würde mal mit dem Krieger hier draufziehen. Jetzt schweigt dieser... Ja, genau. Ein Vulkan. Oh, wir haben hier einen Vulkan entdeckt. Der Lopango. Und er ist still. Ruhig, er ist still, ja. Wo möchte ich gründen? Tja... Hier würde sich natürlich tatsächlich anbieten, hier wo wir sind aber auch. Das ist natürlich. Ja. Ich möchte nochmal gerade kurz auf unser Ding hier drauf gehen. Die Wert plus ein Produktion und plus ein Wohnraum. Einfach so normal. Plus ein Gold, wenn es an ein Luxusgut angrenzt. Ah, daher war Luxusgut wichtig. Führt ihr zwei Angst für Bundesressourcen plus ein. Na ja, gut, das ist ein bisschen schwer. Zusätzlich bla bla bla. Muss neben einer Bundesressource oder einem Luxusgut platziert werden. Darf nicht an ein weiteres. Ja, okay. Also an Luxusgüter. Neben Luxusgüter wäre es relativ smart. Das heißt, wenn wir unsere Stadt hier gründen würden. Dann könnten wir hier zum Beispiel unser Spezialgebäude hinsetzen. Wir könnten hier auch noch eins hinsetzen. Hier wäre auch noch eins möglich. Schwierig. Also, dass hier schon gleich so mega krass Tundra ist. Das gefällt mir gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht ergeben sich da noch andere Rohstoffwunder. Ich werde auf jeden Fall hier an diesem Fluss siedeln. Sehen wir hier eigentlich schon? Warte mal. Wir haben jetzt gerade den Siedler ausgewählt. Ich
schwenke hier mal gerade. So, ja, hier genau. Hier sieht man neue Symbole, Schwemmland. Diese Symbole zeigen, dass diese Ländereien hier überschwemmt werden können, wenn der Fluss über die Ufer tritt. Ja. Das ist im ersten Moment scheiße. Im späteren Spielverlauf vielleicht ein bisschen geiler, wenn die Sachen hier ein paar mehr Rohstoffe dann bekommen. Das Land wird dann quasi fruchtbarer. Selbes Prinzip, wenn der Vulkan ausbricht. Erst richtig Damage, danach aber, viel fruchtbares Land. Ich würde einfach mal sagen, ich ziehe eins hoch und gründe meine Stadt tatsächlich hier produktionstechnisch. Es ist produktionstechnisch natürlich jetzt nicht so die Höhe. Ich könnte theoretisch auch hier gründen, hier wo ich gerade stehe. Dann würde ich noch diese zwei Produktionen hier mitnehmen, hätte aber dann die drei... Na, ich ziehe hier hin. Unsere Erkunder haben noch ein freundlich gesinntes Stammesdorf. Alles klar, ist ja gut. Da oben ist ein Stammesdorf. Ja, danke schön. Dann gründe ich doch mal hier meine City. Unsere Zivilisation. Ja. Die Bürger von leben sich in ihrem neuen Zuhause ein und behalten den nahegelegenen Fluss misstrauisch im Auge. Gibt ein Zeitalterpunkt, weil ich hier an einer relativ gefährlichen Stelle siedle. Meint zumindest mein Volk, der Fluss könnte über die Ufer treten. 14 Runden für den 20 Bürger, das ist natürlich schon ganz schön mies, muss man sagen. Wir gehen natürlich instant erstmal auf die Keramik, würde ich sagen. Und wir produzieren natürlich unsere Spezialeinheit, den Speer. Alles klar. So, ich würde mal sagen, ihr Kollegen, ihr werdet mal euren gepflegten Hintern da hochbewegen und dieses Bonusdorf einsammeln. Oh, 13 Uhr, das ist natürlich... Also wir machen hier gleich richtig gutes Gold plus, aber nahrungstechnisch... das ist ja hier... Das ist ja schon mal ganz problematisch. Okay, wir überqueren wieder den Fluss. Ja, Tundra. Bestes Tundra-Gebiet. Wie könnte es auch anders sein? Ich werde übrigens, was den Gouverneur angeht, vermutlich am Anfang einen anderen wählen. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Aha, einen Bonus für das Rad. Das ist schön. Gehen wir nochmal hier ein Feld nach oben. Stadtstaat konnte nicht gefunden werden. Schade, schade, schade. Ja, Schwierigkeit Gottheit, höchste Schwierigkeitsstufe. Bin ich entzückt? Ich weiß es nicht. Gottheit, sehr, sehr riskant. Das Weltklima, ja, damit werden wir uns irgendwann auch beschäftigen müssen. Zwangsläufig. Ach komm, ernsthaft. Ach komm, Junge. Achso, jetzt nie nicht dein Ernst. Da kommt der Speer schon angescheißert. Was soll man denn dazu sagen, ey? Ja, komm du mal schön hier hin. Dann ziehe ich dich doch mal gleich in meine Zone hier rein. Der Speer. Da ist er schon. Was soll man denn dazu sagen? Ey, hallo Kollege. Ne, hier. Bei der Annäherung. Ja. So, unsere Spezialeinheit müsste jetzt fertig sein. Wo läuft der denn hin? Diese Militäreinheit. Plus 4 Zeitalterpunkte. Ja, großartig. Ja, wo der Kollege jetzt da genau hin möchte, das ist mir auch ein Rätsel. So, dir kann ich erstmal die Beförderung mit den Hügeln geben. Dann hätten wir das auch schon mal erledigt. Oh, da ist ein Dorf. Ja, da muss ich doch hingehen. Dieses Dorf lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Ich weiß nicht, wo der Kollege hier genau hin möchte. Was machen wir? Monument? Gehen wir auf das Monument? Gehen wir auf den Handwerker? Die Seide wurde natürlich jetzt hier erstmal gleich angeschlossen. Ein früher Handwerker wäre natürlich tatsächlich möglich. Das Monument ist für den Anfang natürlich auch recht stark, sage ich mal. Wie man hier übrigens sieht, es gibt mittlerweile eine Bauliste. Ich bin begeistert, auch wenn ich sie wahrscheinlich nicht wirklich nutzen werde, so wirklich. Handwerkermonument. Ich stelle mal hier das Monument ein, um meine Kultur richtig krass zu boosten. Wo
Wo will der denn hin da oben, sag mal? Eine Aufklärungseinheit. Interessant. Ich beobachte mal den Speer ein bisschen. Eine Aufklärungseinheit. Das ist natürlich eine sehr feine Sache. Die schicke ich mal dann am besten in diese Richtung hier. Hier gebe ich mal einfach... Einfach die andere Beförderung. Warum nicht? Einfach mal die andere Beförderung geben. Du ziehst mal hier über den Fluss drüber und wirst dich nach Süden bewegen. Ja, relativ schwere Startposition tatsächlich. Kann man benetzte jemals Ton und ließ ihn dann liegen, als ob Ziegel durch Zufall oder Schicksal entstehen würden. Ja, sowas aber auch. Wir greifen den Speer natürlich an. Ich möchte auf keinen Fall, dass dieser Speer zurück zum Lager kommt und seinem Lager Bericht erstattet, damit die Barbaren hier irgendwie auf die Idee kommen. Ja, wir greifen da mal an. So, ich habe leider keinen Stadtstaat gefunden, der sich hier irgendwie in meiner Nähe befindet, aber dafür sehe ich hier unten zweimal der... Holy moly, wie... Also, ne, ganz ehrlich, hier so eine schöne City, genau hier... 1, 2, 3, ja, es müsste gehen. Hier so eine schöne City. Alter, das ist ein richtig geiler Spot. Das ist ein richtig, richtig geiler Spot, sag ich mal. Ja, mit dem Händler können wir noch nichts machen. Aber der gute Kollege hier sieht einfach mal ein Bonusdorf und ich sehe hier eine Person. Ein Stadtstaat! Wir haben einen Stadtstaat entdeckt. Diplomat. Es gibt verschiedene... Ja? Unser Hallo! Ich weiß, wie das Spiel funktioniert. Dankeschön. Und ich bin natürlich der Erste, der diesen Stadtstaat entdeckt. Unfassbar. Ja, sehr schön. Okay, dann machen wir doch mal hier unten Richtung Süden weiter, würde ich sagen. Oh, Wüste. Und ein Dorf. Also was Dörfer angeht, meine Güte, ey. So, Laventa. Laventa, ein religiöser Stadtstaat. Das heißt, wir bekommen plus 2 Glauben in der Hauptstadt. Das heißt, ich werde wahrscheinlich gleich die andere Politikkarte nehmen, um meine Produktion ein bisschen zu boosten, weil plus 2 Glauben läuft. Die Eingebung für den Außenhandel. Ja, das dürfte ich wohl hinkriegen, Laventa. Ich habe es eigentlich sonst immer so gemacht, dass ich mit Magnus eröffne als Gouverneur. Allerdings ist Pingala aktuell wahrscheinlich wohl ziemlich broken OP geworden mit seinen neuen Fähigkeiten. Und man könnte auch die Diplomatin First spielen, dass man hier dann sofort so zerren ist. Dann bekommt man nämlich hier diplomatische Gunst. Die neue diplomatische Ressource, wenn man so zerren ist, plus 1 diplomatische Gunst pro Runde. Man könnte hier schon übelst früh übelst viel ansammeln. Finde ich gut, gefällt mir, finde ich geil. Was würde sich hier als nächstes empfehlen? Ich würde fast schon sagen, den Bergbau. Wir können ja mal gerade gucken. Was macht denn unser einer Bürger? Er bewirtschaftet natürlich die Diamanten. Der zweite wird dann vermutlich hierauf gehen. Oder vielleicht auch hierauf. Das könnte natürlich auch sein. Also, unsere Stadt wächst sehr, sehr langsam. Das ist nicht optimal, aber... Ja, ist eigentlich echt nicht optimal. Bergbau, Bewässerung, ansonsten alles gar kein Problem. Ich gehe mal hier auf den Bergbau. Okay, nächste Runde. Bisher sieht es... Also, der Start ist jetzt... Ja, danke schön. Der Start ist jetzt nicht wirklich der beste, muss man ganz klar sagen. Aber es könnte auch schlimmer sein. Aber wir greifen den Speer an. Und wir können diesen Handelsweg machen nach Laventa, was uns plus 3 Gold die Runde einbringt. Dann ziehen wir auch gleich eine Straße und ich würde sagen, den Weg machen wir natürlich. Und kriegen einen Bonus auf die Währung. So, jetzt müssen wir auf diesen Handelsweg eigentlich aufpassen. Das wäre eigentlich die Aufgabe unseres Kriegers, aber der ist hier noch so ein bisschen beschäftigt. Wir nehmen uns mal dieses wunderschöne Dorf hier. Mein Oberhaupt. Ja. Was habe ich jetzt gerade... Was habe ich bekommen? Oh! Ein Zivilisationspunkt. Finde ich gut.
wird wahrscheinlich erst ab der nächsten Runde gezählt. Finde ich sehr, sehr gut. Du wirst mal hier ein bisschen aufs Meer hinausschauen. Was erblicken wir denn da? Du sollst eigentlich in die Richtung weitergehen, fällt dir gerade ein. Ein Gesandter ist verfügbar, ja, großartig. So, wir müssten jetzt hier eigentlich zwei Bevölkerung haben. Wir haben doch gerade eine bekommen. Wahrscheinlich wird das erst beim Rundenwechsel berechnet. Ja, einen Gesandten verschicken. Soll ich den da jetzt schon hinschicken oder soll ich den erstmal sparen? Ich spare den Gesandten erstmal. Weil, naja, bringt jetzt noch nicht so mega krass viel. So, aber hier holen wir uns das nächste Dorf. 40 Gold. Nice. Nice, 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 nice. Warte mal. Während sich unserer Zivilisation anschließen. Okay, haben wir vielleicht doch keinen zweiten Bevölkerungsdings bekommen? Ich habe gar nicht aufgepasst, was hier ehrlich gesagt stand, was wir hier bekommen haben. Vielleicht war es auch irgendwie auch Gold oder so, ich weiß nicht. Wir werden es jetzt ja sehen, was wir da bekommen haben. Wahrscheinlich war es kein zweiter Bevölkerungspunkt. Nee. Was haben wir denn dann bekommen? Haben wir jetzt zweimal Gold bekommen? Hm? Wir haben keinen Glauben bekommen. Wir haben... Was haben wir denn bekommen? Ha. Mysteriös. Du wirst mal hier oben lang gehen. Du wirst mal hier den Fluss überqueren. Wo ist denn... Wo ist der Typ hin? Ey, Kollege? Aha. Nee, Freundchen hier. Nicht weglaufen. Nicht weglaufen hier. Das ist jetzt ein bisschen riskant, aber ich denke mal, wir können es uns leisten. Ja, das Bevölkerungswachstum ist echt mies. Das muss man einfach mal so sagen. Ist der Typ schon wieder abgehauen, ey. Da ist er hingelaufen. Ja, ich glaube, ich werde die Verfolgung gleich aufgeben. Schon wieder ein Dorf. Da unten. Alles klar, hinter. Das ist mein Dorf. Also, meine Startposition ist echt nicht so geil, muss man ganz ehrlich sagen. Aber dafür finde ich sau viele Dörfer, was wiederum gut ist. Ich habe zwar jetzt nicht mitbekommen, was ich hier bekommen habe. Wahrscheinlich, wenn ich mein Gold angucke, habe ich zweimal Gold bekommen oder so. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich werde es ja nachher beim Schneiden der Folge sehen, was ich hier bekommen habe. So, auf jeden Fall. Endlich einen zweiten Bevölkerungspunkt. Ja, Herrgott, ey, wird ja auch mal Zeit, Leute. Unsere Stadt. Ja, genau. Ganz ehrlich, der Typ da oben. Ich weiß gar nicht, ob es noch Sinn macht, den überhaupt groß weiter zu verfolgen. Ich kann die Chance nutzen, um hier vielleicht noch ein bisschen aufzudecken gerade, wenn ich hier zurücklaufe. So, das wird mir auch keiner wegnehmen. Das finde ich gut. Da ist ja der gute Bonus für den Außenhandel. Weil ich einen zweiten Kontinent entdeckt habe, gehe ich mal von aus. Ja, so sieht es aus. Während hier meine Maus einfach mal gerade frecherweise ausgeht. Ja, sehr schön. Wir haben einen zweiten Kontinent entdeckt. Kann ich mal kurz hier zeigen. Pangea. Hier ist Pangea. Auch sehr schön, dass sich Kontinente nun dadurch auszeichnen, dass es sehr viele Berge an ihren Grenzen gibt. Sehr, sehr schön. Ui, das hier ist aber jetzt nicht sehr, sehr schön. Zwei Bevölkerung und es wächst nicht mehr. Freunde, also das geht ja so nicht hier. Wir machen mal hier bitte gerade den Nahrungsfokus. 22 Runden. Vier Runden. Wir machen mal hier den Nahrungsfokus. Wir haben auf jeden Fall ein sehr starkes Problem. Wir haben zwei Bevölkerungen und haben jetzt schon Probleme zu wachsen. Das ist natürlich recht krepelig. Wir werden, denke ich mal, gleich recht schnell diese Weide hier modernisieren.
Also ich denke mal, ich werde mir gleich einen Handwerker kaufen. Ich werde dann die Diamanten modernisieren. Ich werde das Weizen modernisieren. Und ich werde, ja, am besten schon unser erstes Spezialgebäude positionieren. Vermutlich werde ich das hier tun. Würde ich jetzt einfach mal so ganz spontan sagen. Schauen wir mal. Okay, Gesetzgebung ist jetzt endlich durch. Also Startposition echt nicht so geil. Startposition echt nicht so geil. Wow! Benvenuti alla cour d'Arianu, duchessa d'Aquitania, reina Hi. consort de Francia ed Anglaterra, giugiaire d'amour. Karls no was dit? Ja, Hallöchen, Königin von Frankreich, England, was auch immer. Eine der großen neuen Leute. Sie ist, glaube ich, die zuletzt angekündigt wurde und sie kann tatsächlich zwei Reiche steuern, sowohl Frankreich als auch England. Ich weiß nicht, welches Land sie hier jetzt steuert. Ja, sie kann unsere Stadt gerne besuchen kommen, wenn sie das denn möchte. Wo haben wir sie denn jetzt bitte getroffen? Eine neue Politik für unsere. Aber Danke nicht schön. durch Wahrheit, sondern durch Weisungsbefugnis wird etwas zum Gesetz. Ja. Ach ja, stimmt. Ich wollte den Sohn auf jeden Fall noch was machen. So, wir machen natürlich die Disziplin und den Bonus hier für die Produktion. Ja. Ich kann den hier endlich aufreiben. Dann mache ich das auch gerade mal, bevor ich das dann noch vergesse. Ich möchte nämlich jetzt unseren Gesandten endlich verschieben. So, Barbarenproblem gelöst. Gar kein Problem. Okay, das hier unten hat es uns nicht weggenommen. Nein! Nein, 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 nein. Du machst das nicht. Du gehst jetzt erstmal schön hier rein. Ein Handwerker geschenkt bekommen. Alter, es läuft. Es läuft. Das ist jetzt natürlich extrem geil. Nein, du wirst dich auch nicht dahin bewegen, Freundchen. Du wirst, weil wir hier so ein Nahrungsproblem haben, dich um das Getreidefeld kümmern und das erstmal richtig geil modernisieren, mein Freund. So, dadurch kriegen wir auch den Bonus für die Bewässerung. Wo haben wir sie denn jetzt kennengelernt, sag mal? Tja. Das ist eine sehr gute Frage. England, sie steuert hier England. So, da wir den Bonus für den Außenhandel bekommen haben, haben wir hier einen kostenlosen Gesandten bekommen. Das heißt natürlich, ich werde mir jetzt meinen einen Gesandten schnappen, den ich hier habe, und ihn hier reinstecken. Platzierung bestätigen. Bam! Laventa ist unser treuer und ergebener Verbündeter und. Wir haben die Suma kennenge. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein, nicht geh. Oh nein. Och, komm schon. Ja, damit ist diese Partie quasi zum Scheitern verurteilt, wenn Gilgamesch hier irgendetwas Aggressives macht. Gilgamesch. Ja, das ist jetzt natürlich richtig scheiße. Wir haben ein Problem. Gilgamesch wird wahrscheinlich diesen Stadtstaat versuchen wegzuwaschen und uns auch noch versuchen wegzuwaschen und wir werden dagegen vermutlich nichts machen können. Oh, das ist natürlich scheiße. Also, Gilgamesch finde ich ein echt blödes Volk, muss ich sagen. Gilgamesch ist echt ein Scheißvolk. Das ist halt so das typische Washa-Volk und der ist auch noch in dieser Partie dabei und er ist auch noch neben meiner Wenigkeit. Ach, das ist doch. Oh, Alter. Ich nehme mal das obere hier für Militär. Ja, das drückt meinen Spielspaß jetzt natürlich kräftig, dass Gilgamesch direkt hier in meiner Nähe sitzt. Wir werden ihn wahrscheinlich jetzt nächste Runde kennenlernen. Das zackt richtig hart. Aber was nicht richtig hart zackt ist, wir sind jetzt sozusagen bei Laventa und kriegen dadurch ein diplomatische Gunst jede Runde. Ich bin der Einzige, der hier aktiv Laventa beeinflusst. Ja, das ist jetzt natürlich. Das ist natürlich schon ein bisschen scheiße.
Schauen wir mal, wie sich das auswirkt. Ja, hi. Falls euch übrigens wundert, wieso die Figuren bei mir so merkwürdig aussehen, ich habe die Grafik ein bisschen runtergedreht, damit ich das hier performanter aufnehmen kann. Er lädt uns in seine Stadt ein. Das nehme ich gerne an. Da sitzt er. Der Cheater. Und er wird wahrscheinlich versuchen, diesen Stadtstaat zu überrennen. Das müssen wir definitiv verhindern. Gottheit und dann noch Gilgamesch nebenein. Das ist richtig hart scheiße. Okay. Okay. So, Kollege, du Vollgas zurück, wenn ich bitten darf. Auch Gilgamesch. Ey, wieso ist dieser Penner jetzt neben mir? Das ist doch wohl ein schlechter Scherz. Das kann es eigentlich nicht sein. So, ist das unser Spezialgebäude hier? Was? Kolossalkopf? Wett? Wett, 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 wett? Plus zwei, wett, wett, wett? Was ist das denn? Was ist... Kolossalkopf? Wett? Was ist das denn? Okay, keine Ahnung, auf jeden Fall Zweitstation für dich, die Diamanten, wenn ich bitten dürfte. Okay, ich kann irgendwas für Glauben bauen. Okay. Wir müssen scouten, was er macht. Also dieser Scout muss auf jeden Fall Einheiten von Gilgamesch blocken. Das dürfte außer Fahrer stehen. Auch schon wieder ein Dorf, das ist ja ein Träumchen. Ein Träumchen, noch ein Dorf. Also, unser Start ist wirklich sehr durchwachsen. Wir haben eine sehr, sehr schlechte Startposition in der Nähe von Tundra. Kaum Nahrung, kaum Städtewachstum. Aber wir finden halt extrem viele Bonusdörfer. Natürlich sind die Sachen hier erstmal ein bisschen teurer geworden. Wie könnte es auch anders sein? Eieieiei. Barbarenkrieger. Hoffentlich hat Gilgamesch mit den Barbaren so ein paar Probleme. Ich ziehe mal hier durch den Wald, um da oben noch ein bisschen was aufzudecken. Ach, der Bergbau wird erst in zwei Runden fertig. Ja, das ist eigentlich. Was ist denn der Kolossalkopf? Habe ich das hier geschenkt bekommen, dass ich das bauen kann? Also das habe ich noch. Also mein Spezialgebäude ist es nicht. Ach, warte mal. Moment mal. Moment mal. Könnte es vielleicht sein? Laventa gibt uns den. Wenn ich hier so zerren bin, eure Handwerker können jetzt Kolossalkopfmodernisierung durchführen, die mir Glauben bringen. Ach, Laventa ist das. Ja gut, der Handwerker muss jetzt noch einmal zwei Runden warten. Ich weiß nicht, ob er Laventa schon entdeckt hat. Wahrscheinlich hat er Laventa schon entdeckt. Ich muss versuchen, ihn irgendwie zu blocken. Ah, eine Eingebung für die Mystik nehme ich doch dankend und gerne an. Modernisiert drei Geländefelder, ja, ich arbeite dran. Wir haben jetzt erstmal das Monument fertiggestellt. Den Handwerker brauche ich dann theoretisch nicht mehr. Oh, endlich das Monument fertiggestellt. Meine Herren, ey. Ja, Gilgamesch und sie. Oh, was ist hier passiert? Ein unbekannter Stadtstaat wurde besiegt. Großartig. Irgendein Spieler hat einen Stadtstaat besiegt. Das war doch nicht etwa der gute Gilgamesch.
Er mag uns nicht. Das ist schade, Gilgamesh. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Sie mag uns auch nicht. Das ist natürlich hart. Wie gehen wir hier an den Fluss ran? Ein weiteres Bonusdorf. Was ist denn hier los? Das ist ja die Partie der Bonusdörfer. Holy moly. Okay. Was wir hier definitiv... Ich könnte ein großes Bad errichten. Was ich hier aber auf jeden Fall brauche, ist den verdammten Kornspeicher. Den brauche ich aber sowas von. Ich brauche hier aber sowas von einen Kornspeicher. Ich habe hier so ein krasses Nahrungsproblem. Ich werde hier auf jeden Fall den Kornspeicher errichten. Ich sehe hier noch keinen Streitwagen. Oder wie diese Spezialeinheit von Gilgamesh heißt. Wieso habe ich eigentlich noch nicht meine Spezial... Einrichtung gebaut. Stattdessen warte ich hier wie ein Blöder. Ach, das ist die Aufregung. Gathering Storm. Es lässt mich automatisch anders spielen. Oh. Oh, eine Naturkatastrophe. Ein starker Schneesturm. Uiuiuiui. Ein eisiger Wind weht und treibt. Eine verhüllte Schneedecke über die Landschaft. Die Lebewesen huschen in ihrem Bau. Wer bringt mehr Opfer als die Frau eines Bergarbeiters? Ja, hier sieht man, welche Geländepferde alle davon betroffen sind. Unser Krieger... Wäre unser Krieger jetzt in diesem Feld hier irgendwo gewesen, wäre er tot. Aber sowas von wäre er tot. Okay, lauf zur Küste, lauf! Hallöchen, der Stadtstaat Vilnius. Und ich bin natürlich der... Alter, nein, du sollst hier nicht... Du sollst hier eine Modernisierung errichten. Damit ich endlich ein Luxusgut habe. Wieso mögen die mich denn nicht? Was mache ich denn hier Schlimmes? Ja, ein bisschen der Scouten gehen. Bisher noch keine Aggression nach rechts. Wie er... Wow. Wie er hier einfach schon seine ganzen... Ach, das ist... Was soll man dazu sagen? Sie cheaten. Ja, Umweltkatastrophen, ein fucking großer Schneesturm. Und Vilnius. Was gibt uns denn Vilnius? Plus 2 Kulturen der Hauptstadt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich würde vorschlagen, wir bauen dann tatsächlich hier in der nächsten Runde unser Spezialgebäude. Wir sind schon gut auf dem Weg Richtung Goldenes Zeitalter. Okay. Was tun wir jetzt als nächstes? Das ist die große Frage. Wir wissen, Gilgamesh kommt. Potenziell. Ich könnte versuchen, ihn mit Streitwagen zu kontern. Stadtmauer bringt gegen Gilgamesh einen Scheiß. Ich könnte versuchen, mit den Speerkämpfern seine Streitwagen zu kontern. Dauert aber übelst lange. Schwerer Streitwagen, Fragezeichen. 15 Runden Bewässerung. Ich würde auf die Seide verzichten. Die Frage ist auch, könnte ich die Diamanten jetzt schon verhandeln? Ich glaube, ab 3 Bevölkerung braucht man das erste Luxusgut. Das heißt, wenn wir das zweite schnell haben, könnten wir das verticken. Das würde ihn möglicherweise besänftigen. Schauen wir mal. Können wir ihm vielleicht eine Delegation schicken? 25 Gold. Das würde tatsächlich helfen. Das würde auf jeden Fall helfen. Ja, Gilgamesh als Nachbar. Das ist natürlich jetzt hart. Tierzucht brauche ich eigentlich jetzt gerade nicht. Schrift möglicherweise. Wie sieht es hier aus? Das dauert hier auch noch sehr, sehr lange. Wir sind schon in Runde 20 und oh Mann, also ich komme halt
forschungstechnisch sehr langsam voran. Meine Stadt ist ultra, ultra klein, wenn wir uns hier mal seine angucken. Oh, auch nur zwei Bevölkerung. Hier drei Bevölkerung. Ja, so auf drei müsste ich eigentlich schon längst sein, aber gut, ich finde dementsprechend sau viele Bonusdörfer. Hier unten kriegen wir gleich auch noch eins. Ja, Gilgamesch als Nachbar, das Rad wäre eigentlich schon gut, die Wassermühle freizuschalten und vor allem der schwere Streitwagen. Vielleicht so ein bisschen als Konter. Möglich, kann man machen. 15 nun ist natürlich auch eine Ansage. Tja, schnell auf Eisen gehen, 25 Runden. Erst ein Barbar vernichtet. Gehen wir auf die Schrift, gehen wir auf die Bewässerung. Richtig gute Campusbezirke. Hier wäre natürlich. Oh, das hier, ja, die. Ja. Ah, schwierig. Das ist echt keine geile Startposition. Ich gehe auf das Rad. Ich versuche das Rad zu waschen, weil Gilgamesch. Einfach weil Gilgamesch. Und ich werde Gilgamesch jetzt auch eine Delegation versuchen zu schicken. Ich denke nicht. Gut. Das ist ein klares Statement. Diese Partie wird wahrscheinlich nicht so ganz lange gehen. Also, wenn Gilgamesch gleich uns totwascht, dann wissen wir Bescheid. Sehr gut. Unser Stadtstaatverbündeter hat die Barbaren, Es der scheint, als Barbaren hätten wir erwehrt. ein. So, der Sturm zieht in. Wie es aussieht. Ja, der Sturm zieht da in diese Richtung weiter. Das ist eine gute Richtung, kann ich befürworten. Hier ist ein Barbarenlager. Das finde ich natürlich gar nicht geil. Gut, wir nähern uns mal unserer Stadt. Barbaren im Osten. Ja, zieh du mal nach da oben. Gut. Nee, hier möchte ich nicht diesen Kolossalkopf bauen. Ich möchte hier tatsächlich, weil es liegt neben einer Luxusressource, bringt daher nochmal extra Gold. Ich würde hier gerne unser Spezial. Ach, kann ich jetzt noch nicht, ne? Okay. So, ich muss hier mal so ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt ein bisschen schade, aber es muss sein. Erfahrung. Okay. Ja, nehmen wir mal das hier. Gut. Nein. Ja. Ein Objekt mit Gold von 320 Gold für einen Siedler wäre tatsächlich bald drin. Der nächste Hand brauche ich eigentlich nicht. Schleuderschützen wäre möglich. Ich spare das Gold mal noch. Wir haben echt keine gute Startposition, also das könnte echt ein hartes Spiel werden. Besonders mit Gilgamesch als Nachbar auch noch. Oh, ja, genau, zieh mal das Barbaren da. Oh, ja, ich laufe. Ich bin da mal weg. Ich möchte diesen Krieger ungern verlieren. Unwetter klingt ab. Oh, das finde ich schön. So, plus ein Produktion, plus ein Wohnraum, so soll es sein. Und da ich es neben einer Luxusressource mache, auch noch plus ein Gold. Und plus vier Zeitalterpunkte, sehr schön. Und einen Bonus auf die Handwerkskunst. Sie ist also nächste Runde schon fertig, sehr, sehr schön. Ja, ich laufe mal hier gerade nach oben, decke hier mal ein bisschen auf. Also bisher noch keine militärischen Bewegungen von Gilgamesch. Das finde ich prinzipiell gut. Hi. Darf ich mal bitte langlaufen? Oh, hier ist ja der richtig krasse Ozean. Relativ langweiliger Start tatsächlich so ein bisschen, weil ich halt kaum Bevölkerungswachstum habe in dieser Tundra-Gegend. Eieiei, jetzt geht's hier mal los, ey. Mit dem Wissen. Geschicklichkeit ohne Fantasie. So, möchte ich Militäreinheiten pumpen? Möglicherweise möchte ich ein paar Militäreinheiten pumpen, aber ich würde sagen, ich lasse es erstmal genauso.
Weil noch macht Gilgamesh tatsächlich nicht mobil. So, die Barbaren hier müssten eigentlich ordentlich Schaden vom Schneesturm bekommen haben. So, ich gehe mal hier oben ein bisschen scouten. Hier oben ist ja schon der Kartenrand. Ich gehe mal hier mal ein bisschen scouten. Ich muss aber Gilgamesh echt im Auge behalten. Das ist halt mega wichtig. Hi. Okay, und hier scheint es nicht mehr weiterzugehen. Also wir könnten nach rechts sehr gut expandieren tatsächlich. So, wir gehen natürlich hier auf den Außenhandel. Baut einen beliebigen Spezialbezirk. Ja. Baut eine Ressource. Ich bin am Überlegen, ob ich auf die Schrift wechsle, um mir den Bonus zu holen. Wäre eigentlich gut. Eigentlich wäre das auch gut. Muss ich mir überlegen. Ich würde sagen, die nächste Runde spiele ich noch. Harter Start. Keine gute Startposition. Harter Start. So, Gilgamesh und Laventa kloppen sich da ein bisschen da oben. Ja. Kann man machen. Da ist auch noch ein Speer. Die Anzahl der Gläubigen ist gewachsen. Ein Pantheon, sehr schön. Nice, nice. Das mache ich dort gleich sehr gerne. Hallo, Gilgamesh. Ich bin überrascht, dass ich noch gar keine Streitwagen von ihm jetzt so sehe hier gerade. Das überrascht mich doch ein bisschen. Wo ist sie eigentlich? Hat sie irgendeine Fähigkeit, dass sie mich quasi sofort sieht? Und wieso mögen die mich eigentlich nicht? Habe ich denn irgendwas getan? Ja, wir können ein Pantheon wählen. Das ist natürlich, ja, das wird auf jeden Fall die letzte Aktion dieser ersten Folge sein. Gilgamesh, ich sagte für mich mal, ich werde den Meeresspiegel so anheben und dich so absorfen lassen. Da kannst du ja aber sicher sein, mein Freund, ey. Das ist natürlich immer relativ gut. Vielleicht irgendetwas, was uns einen Nahrungsboost gibt. Da würde mir so ganz spontan das hier einfallen. Das Stadtwachstum ist 10% höher. Das würde uns tatsächlich helfen. Nicht nur in unserer Hauptstadt, aber generell in allen Städten. Weil wir haben echt ein Nahrungsproblem. Unsere Städte wachsen echt ultra langsam. Ich würde tatsächlich hierfür tendieren, weil in dieser Tundra-Gegend hier brauchen wir das. Ich glaube, ich nehme das tatsächlich. Ich würde gerne gucken, ob ich auf den Wissenschaft- oder Diplomatie-Sieg gehen kann. Diplomatie sieht ja eigentlich schon mal relativ gut aus. Wir kriegen schon trotz gar keiner Regierung plus ein diplomatische Gunst pro Runde. Das ist eigentlich gut. Ich nehme mal das hier. Das Stadtwachstum ist überall 10% höher. Das mache ich. Das können wir gut gebrauchen. Dann sind es nur noch 3 Runden bis zu Bürger 3. 21 von 24 Punkten. Es sieht also... ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht aussieht. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr meint. Also ich bin mit dem Start nicht zufrieden. Die Tundra-Gegend ist sehr unfruchtbar. Wir sind, was Bevölkerungswachstum angeht, eindeutig ganz, ganz weit hinten. Aber vielleicht können wir das Blatt ja noch wenden. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Vor allen Dingen, wo ist England? Ich habe keine Ahnung, wo diese Dame sitzt. Ich weiß es nicht. Er hier zieht bisher noch keine Streitwagen zusammen, orientiert sich nur nach links anstatt nach rechts. Gefällt mir sehr gut. Ich selber versuche, das Rad zu waschen.
Ob das eine gute Idee ist, weiß ich auch nicht. Wie es hier weitergeht und was ich hier zwischen Folge 1 und 2 anstellen werde, denn ich werde, denke ich mal, ein paar Marker platzieren. Das Ergebnis davon seht ihr dann in der nächsten Folge. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, bis dann und ciao.